Bonjour à tous, on vient de l'apprendre, les deux auteurs, les kamikazes qui se sont fait sauter hier à l'aéroport de Bruxelles ont été identifiés. Il s'agit de deux frères, Khalid Ebrahim El Bakraoui, qui étaient connus des services de police pour grand banditisme. On va en reparler dans un instant. Mais d'abord, les policiers belges qui ont rapidement donc fait avancer cette enquête, puisqu'ils ont identifié déjà donc les auteurs de ces attentats. Ils ont procédé à plusieurs perquisitions et sont désormais sur les traces d'un homme susceptible également d'être impliqué dans l'attaque de l'aéroport. Marine Hag. La chasse à l'homme a commencé. Après les attaques coordonnées d'hier matin, la police recherche désormais ses auteurs. Parmi eux, cet homme, encore en fuite, filmé par une caméra de surveillance dans l'aéroport. Un appel à témoins a été lancé pour le retrouver. Les deux autres pourraient être les kamikazes qui se sont fait exploser dans le hall. Leur bagage pourrait contenir des explosifs selon la police. Aucun des trois n'a pour l'instant été identifié. Plus d'incertitudes concernant les terroristes responsables de l'explosion du métro. La police ignore encore leur nombre. Depuis hier soir, des perquisitions sont menées dans plusieurs endroits du pays, notamment dans la commune bruxelloise de Schaarbeek. Elles viennent de se terminer. Les enquêteurs y ont fait plusieurs découvertes. Un engin explosif, des produits chimiques et un drapeau de l'État islamique. Revenir sur l'information principale développée un petit peu plus tôt dans cette édition. En Belgique, les policiers viennent d'identifier les trois hommes soupçonnés d'avoir participé à l'attaque de l'aéroport hier. Les deux kamikazes étaient notamment connus des services de police. Marine Hag. On connaît désormais l'identité des deux kamikazes de l'aéroport de Bruxelles. Selon la RTBF, il s'agirait des frères El Bakraoui, déjà connus des services de police pour grand banditisme. Ils pourraient aussi être liés à la logistique des attentats de Paris. Ils auraient loué l'habitation qui aurait servi à abriter les terroristes à Forest. Jusque tard cette nuit, la police belge a fouillé la commune bruxelloise de Schaarbeek. Dans l'un des appartements, les enquêteurs ont fait des découvertes. Des engins explosifs et un drapeau de l'État islamique. Le but de ces perquisitions, retrouver cet homme, encore en fuite, filmé hier par une caméra de surveillance de l'aéroport. D'après nos confrères de RTL, le suspect serait un homme d'origine turque de 22 ans, propriétaire d'une Audi S4 noire immatriculée en Belgique. Un avis de recherche a été transmis pour le retrouver. À l'aéroport où ont eu lieu les premières explosions, les investigations se poursuivent. Le lieu reste encore aujourd'hui fermé. Suite à ces nouvelles attaques, l'alerte antiterroriste a été relevée à son niveau maximal en Belgique, mais aussi dans toute l'Europe et aux États-Unis. En France, 1600 policiers et gendarmes supplémentaires sont déployés dans les aéroports, les gares ainsi que les édifices publics. Ces attaques ont suscité une immense émotion dans le monde entier. Hier soir, plusieurs monuments historiques s'étaient illuminés aux couleurs du drapeau belge. Quand on a vu que la tour Eiffel serait illuminée, on est venu. Parce qu'on trouvait que c'était une belle image quand même. Hein. C'est bien pour nous. Partout, des bougies, des fleurs et des minutes de silence observées jusque dans les rangs du Congrès aux États-Unis. Voilà, autant d'informations sur lesquelles nous reviendrons dès 9h dans notre prochain journal avec Sophie Le Saint-William. Bien sûr. Merci beaucoup, Nathanaël. Là, ce sont autant de questions que les enquêteurs vont justement pouvoir poser à Salah Abdeslam. Voilà pourquoi ce qu'on vient d'entendre ce matin est particulièrement important. Merci beaucoup, Alban, pour ces explications. Alors, bien sûr, à Bruxelles et dans le reste du monde, l'émotion est bien sûr immense au lendemain des attentats. Un hommage a d'ailleurs été rendu ces dernières heures dans de nombreux pays, de nombreuses villes. Hommage aux victimes donc, de cette attaque terroriste. Hugues Dago. Des bougies, des fleurs, des mots de solidarité. Émotion encore vive hier à Bruxelles, place de la Bourse, en hommage aux victimes de la double attaque terroriste. C'est un triste jour pour nous. Bruxelles est un endroit magnifique et je ne veux pas que qui que ce soit détruise cette ville de toute beauté dans laquelle nous habitons. Une solidarité affichée aux quatre coins du monde, avec des monuments illuminés de noir, jaune et rouge, comme ici à Berlin. Même chose à Rome, pour la fontaine de Trévi, ou encore à Mexico. À Paris,
C'est la dame de fer qui s'est drapée des couleurs belges, de quoi réchauffer le cœur des expatriés. Quand on a vu que la tour Eiffel serait illuminée, on est venu. Parce qu'on trouvait que c'était une belle image quand même. Hein. C'est bien pour nous. Paris, où quelques politiques ont témoigné de leur soutien aux victimes des attentats, place de l'Hôtel de Ville, en observant une minute de silence. Minute de silence observée jusque dans les rangs du Congrès aux États-Unis. Voilà, ici, vous voulez rester informé sur ce sujet d'actualité. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr télécharger notre application France TV Info. Das Herz von Europa ist getroffen, titeln heute viele Zeitungen. Und es gibt auch in ganz Europa, in der ganzen Welt übrigens auch Zeichen der Solidarität, der Trauer, der Gemeinsamkeit. Ich kann Ihnen ein paar Bilder zeigen. Wenn das Bild einmal umschwappt, dann könnte ich Ihnen auch was zeigen. Genau, das ist hier zum Beispiel der Eiffelturm in Paris, der in den Farben der belgischen Flagge erstrahlt, genauso wie das Brandenburger Tor oder auch in Rom der Trevi-Brunnen, dieser berühmte im Herzen der ewigen Stadt. In Amsterdam ist es der königliche Palast, der Palais op de Dam, der in Schwarz, Gelb und Rot erleuchtet, und in Dubai das Burj Khalifa. Ja, und wenn wir nach Deutschland schauen, vor allen Dingen an die deutsch-belgische Grenze, da sind die Sicherheitsvorkehrungen natürlich verschärft worden. Die Bahnen fahren heute Morgen wieder. Die Autobahnen, da wurden die Sicherheits- und die Kontrollen vor allen Dingen verschärft. Es gab etliche Staus. Und da muss man allerdings feststellen, naja, diese Suche nach irgendwelchen Mittätern, nach irgendwelchen Helfershelfern, die da vielleicht geschnappt werden, die ist ganz schön kompliziert. Knapp 2 Kilometer Stau gestern Abend vor der deutschen Grenze. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ansätzen verstanden, aber offenbar ist es größer als lange gedacht. Da sind wir wieder. Es gibt das Terrornetzwerk auf der einen Seite, es gibt aber auch ein Netzwerk auf der anderen Seite. Endlich auch, ja, seit einiger Zeit schon ein Ort, wo man eben auch die Trauer teilen kann. Natürlich das Netz, das Internet, wo sich eben Menschen mit ihren Solidaritätsbekundungen auch tummeln können und sagen können, wir möchten da auch ein deutliches Zeichen setzen. Nach Paris war das ja sehr eindrucksvoll und nach den Anschlägen in Brüssel ist das wieder ebenso. Da beherrschen diese drei Farben natürlich vor der belgischen Flagge schwarz, gelb und rot. Unser Netzreporter mit den Einzelheiten der Reaktion. Das Netz ist seit gestern schwarz, gelb, rot. Mit der belgischen Flagge zeigen viele, dass sie Anteil nehmen. Schnell setzen sich auch die Hashtags durch: Pray for Belgium, bete für Belgien, und Je suis Bruxelles, ich bin Brüssel. Beides Hashtags, die an frühere Attentate und die Reaktionen darauf erinnern, zum Beispiel an Je suis Charlie oder Pray for Paris. Weil die Comichelden Tim und Struppi aus Belgien kommen, werden Bilder von ihnen besonders oft geteilt. La Belgique pleure ses enfants, Belgien weint um seine Kinder, steht hier. Die Trauer der Belgier können vor allem viele Franzosen nachvollziehen. Doch in Belgien regt sich auch Widerstand à la Wir lassen uns nicht unterkriegen. Dafür steht das Brüsseler Wahrzeichen Mannequin Piss, das sich gegen Terroristen und gegen Bomben wehrt. So wird es zum Mannequin Peace und zum Ausdruck dafür, dass viele Belgier auf eine friedlichere Zukunft hoffen. Es wird jetzt immer alles nach so einer Geschichte natürlich logischerweise anders betrachtet, glaube ich nämlich auch. Aber die Bilder, die wir auch gesehen haben, ne, vor dem Hotel der Nationalmannschaft, die Polizisten, die da in einer Reihe stehen und das Ganze komplett abschirmen. Ja, wir werden Sie natürlich bei uns im Ersten weiter auf dem Laufenden halten. Wir sehen uns morgen wieder ab 5.30 Uhr. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss. Guten Tag. Ein krebserregender Stoff steckt noch immer in vielen Gebäuden aus den 60er. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den Terroranschlägen in der belgischen Hauptstadt Brüssel sucht die Polizei nach den Verantwortlichen. Medienberichten zufolge sind die beiden Selbstmordattentäter vom Flughafen identifiziert. Die Fahndung konzentriert sich jetzt auf einen Verdächtigen, der mit ihnen gefilmt worden war. Spezialeinheiten durchsuchten bis in die Morgenstunden Gebäude in der Gemeinde Skarbeek. Bei den Terroranschlägen waren gestern mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 230 verletzt worden.
Sie sollen sich am Flughafen in Brüssel in die Luft gesprengt haben. Das meldet heute Morgen das belgische Fernsehen. Die beiden Brüder waren der Polizei bekannt. Nach dem dritten Terroristen suchen die Behörden jetzt fieberhaft mit diesen Fotos. Die ganze Nacht über Aktionen der Polizei in den Stadtteilen Molenbeek und Skabeek. Ein Hinweis kam von einem Taxifahrer. Er hatte die drei Männer zum Flughafen gefahren. Ihm sei aufgefallen, dass sie sich nicht beim Gepäck helfen lassen wollten. Daraufhin gab es mehrere Razzien. Die Ermittlungen gehen voran, sagt Belgiens Innenminister. Wir machen Fortschritte, mehr kann ich aber momentan dazu noch nicht sagen. Einen ersten Ermittlungserfolg meldet die Polizei noch am Abend. Bei einer Hausdurchsuchung finden sie eine Flagge des IS, einen Sprengsatz mit Nägeln und chemische Substanzen. Der Flughafen in Brüssel soll auch heute weiterhin geschlossen bleiben. Der Bahnverkehr soll sich im Laufe des Tages wieder normalisieren. Bereits morgen soll es in Brüssel ein Sondertreffen der für innere Sicherheit zuständigen EU-Minister geben. Belgien hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.